Willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Mitya, ich mache Calisthenics und heute möchte ich dir zeigen, wie du einen Calisthenics-Park in deiner Umgebung findest. Ob es bei dir in der Umgebung einen Calisthenics-Park gibt, kannst du ganz einfach herausfinden, indem du auf der Website www.calisthenics-parks.com nachschaust oder dir die App holst. Und da gibt es dann alle Parks quasi eingezeichnet. Da kannst du auch auf die Kartenfunktion gehen und dann schauen, wo welche Parks stehen. Oder du gibst einfach deinen Wohnort ein und schaust, ob es bei dir in der Umgebung Calisthenics Parks gibt. Das Coole ist, dass du bei der App auch Bilder vom Park sehen kannst und dann siehst du zum Beispiel auch den Kalix Park aus Hamburg dort eingetragen oder den Hood Park aus Bremen. Und du kannst einfach auch schauen, wenn du unterwegs bist oder mal im Urlaub bist, ob da ein Calisthenics Park in der Nähe ist, wo du einfach kostenlos dann trainieren kannst. Und so hast du eigentlich immer deine Workouts gesaved. So habe ich auch damals in Hamburg die Parks gefunden. Und das Coole ist, du kannst auch selber dann die Parks eintragen. Also wenn du einen neuen Park findest oder ein Park neu gebaut wird bei dir, kannst du ihn in die App eintragen und hilfst so anderen, den Park zu finden. In Hamburg gibt es jetzt zum Glück schon einige Calisthenics Parks, aber ich finde, es gibt insgesamt noch viel zu wenige. Und ich hoffe, bei euch in der Gegend gibt es auch einen Calisthenics Park. Wenn dich das Thema Calisthenics interessiert, dann checkt mich gerne auch auf Instagram aus. Da poste ich auch regelmäßig was von meinem Training. Und schreib mir gerne, wenn du Fragen hast. Und folg mir natürlich auf dem Kanal, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns. Bis bald. Calix.